Das Ganze nennt sich Piratenpartei. Piratenpartei. Die Piratenpartei. Die parteigewordene Internetgemeinde Piratenpartei. 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 Täglich werden es mehr. Als digitale Bürgerrechtler kämpfen sie gegen jede Zensur. Ich kann nicht mehr weiter zuschauen, wie unsere Politiker und Bürger und Grundrechte ständig verletzen. Das regt mich unglaublich auf und da muss man einfach was tun. Die Piraten geben diesem Gefühl eine Stimme. Bürgerrechtler im Informationszeitalter wollen sie sein und das am besten in den Parlamenten. Von hier aus wollen sie den Bundestag entern. Sicherlich ist unser ambitioniertes Ziel, die 5%-Hürde zu knacken. Da kann jedes Mitglied im Grunde direkten Einfluss ausüben. Etwas, was junge Leute sehr genießen. Was deutsche Gerichte bisher verboten haben, soll jetzt Gesetz werden. Die Speicherung aller Verbindungsdaten von 80 Millionen Deutschen auf Vorrat. Ach, Sie haben nichts zu verbergen? Aha, interessant. Wirklich? Nichts? Und im Grunde tragen wir hier die Fernmeldefreiheit in Europa zu Grabe. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit raubt. Wir nähern uns ja gerade im Iran und China an. Das können wir nicht zulassen. Da müssen wir unbedingt Widerstand leisten. Es ist Zeit zum Ändern. Piraten wählen. Ich danke Ihnen.